Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten im 53. Video angefangen, also vor 10 Videos, mit Listen zu gestalten. Und ich zeige euch, was man da so verschiedene Sachen machen kann. Und ich hatte gleichzeitig Selektoren eingeführt. Und zu diesen Selektoren gehören auch die sogenannten Pseudo-Elemente, die wir jetzt schon in einigen verschiedenen Möglichkeiten hatten, noch nicht alle, das kommt später. Aber damit ihr schon mal so einen Begriff davon bekommt, was man alles mit Selektoren machen kann. Da werden wir in diesem Video auch in den nächsten Videos weitermachen damit. Und wir gestalten jetzt unsere Definitionsliste. Zur Erinnerung nochmal daran, die Definitionsliste besteht aus einem zu definierenden Element und dahinter folgt dann irgendeine Art von Definition und die habe ich hier aus Wikipedia herausgenommen, einfach weil ich keine Lust hatte, so viel Text zu schreiben. Gut, so. Und das, wo wir hinwollen, ist, dass das Ganze in einen Kasten gesetzt wird und dass man eben hier oder das definierende Element, dass das rot gezeichnet wird, dann soll die Schriftart anders sein und es soll ein Bild mit hinein in die Definition. Und was ich euch auch noch zeigen möchte, weil es eben wirklich nochmal verdeutlicht, wie die Vererbung verläuft, ist, dass man das Bild größer machen kann. Also dass das dann so aussieht. Ist kein schöner Effekt, weil es sehr viel Unruhe in den Text reinbringt. Das sollte man also mit Vorsicht genießen. Aber zur Demonstration ist es ganz gut. Gut, und wir gehen hier gleich mal in unseren HTML-Code hinein. Ich schiebe jetzt mal wieder das Ganze ein bisschen auseinander, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Und so. Als nächstes schreibe ich mir erstmal hin wieder einen Kommentar, Gestaltung der Definitionsliste und schließe den Kommentar. Gut, das ist sozusagen immer noch so das Wichtige, um uns hier ein bisschen die Optik zu verschönern, um uns orientieren zu können. Ich definiere ein Element Definitionsliste 1 und gebe dem einen Rand links, Border Left, Doppelpunkt, der soll 2 Pixel breit sein, soll durchgängig sein und rot. Dann bekommt der ganze Kasten mit der Definitionsliste bekommt einen Innenabstand. Das mache ich jetzt mal ein bisschen anders, als ich das vorher gemacht habe. Ich definiere einfach gebe die 4 Werte ein für den Innenabstand. Der letzte Wert ist für den linken Innenabstand. Da könnte ich eben auch schreiben Padding minus Left. Aber das möchte ich jetzt eben mal auch anders vorführen. Hatte ich euch gezeigt in einem früheren Video zur Erinnerung. Also oberer Abstand, rechter Abstand, unterer Abstand, linker Abstand. So in der Reihenfolge kann man das eingeben. So, dann möchte ich eine Hintergrundfarbe haben. Und dann nehme ich dieses ganz leichte Orange. BISC heißt die Abkürzung. Und dann möchte ich, dass der gesamte Text in dieser Definitionsliste im Blocksatz gesetzt wird, in Justify. Also das ist das Erste, was ich mache. Jetzt muss ich hier unten der Definitionsliste noch die Klasse zuweisen, damit das überhaupt angezeigt wird. 1. So. Und beachtet bitte, dass die Klasse 1 bei der ungeordneten Liste nichts mit der Klasse 1 bei der Definitionsliste zu tun hat, weil wir eben das spezifisch nur der Definitionsliste zuweisen. So,
Dann speichere ich das Ganze mal ab und lade. Moment, jetzt müssen wir hier in unsere. So, lade das Ganze. Und ihr seht, der hat uns schon hier wesentliche Veränderungen gemacht. Das sieht schon ein ganzes Stück weit mehr aus wie das hier. Ja, das, was wir haben wollen. Gut, das ist das Erste, was wir machen wollen. Als Zweites, das machen wir noch in diesem Video. Ja. So, da hat er mir wieder diesen Fehler gemacht. Unschön. So. Als Zweites definieren wir noch das Kopfelement mit DT. Und zwar nur für die Definitionsliste der Klasse 1. Und da möchten wir einmal einen Fettdruck haben, Frontweight Bold, das ist das Erste. Dann möchten wir die Schriftgröße ändern, Font Size ist gleich 14 Pixel. Dann soll die Farbe rot sein. Dann soll es einen Unterstrich bekommen. Text Decoration, Doppelpunkt, der Unterstrich, der soll den Stil Solid haben, also durchgängig und rot. Und dann soll das Ganze noch einen Innenabstand haben, und zwar nur auf der linken Seite von 10 Pixeln, weil es uns sonst zu nah an der roten Linie dran sitzt, die Außenlinie ist. So. Und wir laden das Ganze neu und ihr seht, jetzt hat sich oben das zu definierende Element, das hat sich verändert. Gut, das war es jetzt erstmal für diesmal. Das nächste Mal zeige ich euch, wie man in die Definitionsliste ein Bild einfügt. Das hatten wir im Prinzip schon und dann zeige ich euch auch noch im übernächsten Video, wie man dieses Bild in der Größe verändert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.